Hohenzollern ist sehr bekannt durch 6 Bergseen, die man hier finden kann. Und der erste dieser Seen liegt bereits links am Fuß und somit der höchste Kalkberg hier im Umfeld der Daublitzalm. Noch einige solcher Tage erleben und heute haben wir wieder einen so einen derartig schönen Herbsttag, wenn ich finde. Sederalm. Und auch hier gibt es ein paar Punkte, die sehr interessant sind. An der linken See, hinter der Baumreihe, bis in die Mitte des Sees wieder führt, bis zu dieser Steinfläche, die da heraufleuchtet. Und vor der Steinfläche versiebt, und die Seen sind nur da deswegen entstanden, weil hier eine andere Gesteinsschicht eingelagert ist, oberhalb des Kalkes. Eine feine Mergelschicht ermöglicht es, dass Alkoholzern bildet natürlich dann diese rot-orange, das ist eine Mutterkuhhaltung. Zuerst also die Kälber noch, die letzten Schweine. Mit der Taublitzbahn, in der der Fahrer Informationen zur Taublitzalm gibt, geht es über ein Hochplateau auf ca. 1600 Meter Höhe im steirischen Teil des Totengebirges. Im Sommer laden leichte Wanderungen zu den 6 auf der Alm befindlichen Bergseen ein, die alle Trinkwasserqualität haben. Die Karstlandschaft bildet einen guten Nährboden für seltene alpine Pflanzen wie hier der raue Enzian und die Silberdisteln. Der Steirer See ist der größte der 6 Alpenseen, der einem an der Wernerbank zu Füßen liegt. Für Wanderer bieten einige kleine Bergwirtschaften schmackhafte Jausenbrettel zur zwischenzeitlichen Stärkung an. Der Sturzhahn, ein eindrucksvoller Berg an der Daublitzalm, stand Pate für die kleine Bergkirche. Grandios von der Alm aus ist der Blick auf das Gletscherfeld des Hohen Dachsteins.